Bildung ist für mich eine Frage unserer Zukunft. Wenn wir nicht in Bildung investieren, haben wir auch keine Zukunft. Wenn ich Bildungspolitiker wäre, würde ich dafür sorgen, dass wir nicht 16 verschiedene Schulsysteme haben, weil wir 16 Bundesländer haben, sondern eine Schule höchster Qualität von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. In Sachen Bildung rate ich jungen Menschen dafür zu streiten, dass wir Kindertagesstätten anders gestalten. Die Erzieherinnen und Erzieher müssen sehr gut ausgebildet werden, kleinere Gruppen haben und endlich anständig verdienen, schon damit auch Männer hingehen. Wenn wir dann noch die Gemeinschaftsschule haben, die auch hochspezialisiert sein kann, dann haben wir viel mehr Durchbrüche bei sozialen Strukturen. Das heißt, die Kinder aus finanziell armen Verhältnissen werden meistens wieder finanziell arm. Es gibt in Frankreich und in anderen Ländern viel mehr Durchbrüche als in Deutschland. Dafür muss man die Bildungsstruktur verändern. Was heißt das für Schule? Das heißt für Schule eine Gemeinschaftsschule mit Spezialisierung für Naturwissenschaft oder für Fremdsprachen oder für Sport oder für Musik. Das ist alles nicht die Frage. Und dann kannst du im Laufe der Zeit wechseln innerhalb der Gemeinschaftsschule, um doch noch das Abitur zu machen. Jungs entwickeln sich zum Beispiel später als Mädchen etc. Es wird durchlässiger. Und da gibt es eine interessante Studie, die hat festgestellt, das wusste man schon immer, dass die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler an so einer Gemeinschaftsschule besser sind, als wenn du die an so eine blöde Hauptschule schickst. Aber was sie nicht geglaubt haben mir vorher, die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler sind auch besser. Und zwar beim Gymnasium, wenn du dort schlecht bist, bist du an der Gemeinschaftsschule immer noch gut. Das motiviert ganz anders. Außerdem lernen sie sich mit verschiedenen sozialen Gruppen auseinanderzusetzen, werden einfach lebenstüchtiger. Also es wird höchste Zeit, dass wir darüber nachdenken.